Meine Freunde, habt ihr jemals zum Nachthimmel aufgeschaut und euch gefragt, ob es auch auf anderen Planeten Leben geben könnte? Welch wundersame Wesen wohl dort existieren könnten, die in freundschaftlicher Erwartung den historischen Moment herbeisehnen, in dem die Menschheit ihre ersten vorsichtigen Schritte ins Weltall wagt. Welche Legenden würde man sich wohl von dem glorreichen Tag erzählen, an dem wir mit unseren Brüdern jenseits der Sterne in Kontakt traten? Fünf. Systeme bereit, General. 4. Komm schon, Baby. Zeig uns, was du drauf hast. 3. Was zur Hölle? 2. Was zum Henker ist denn das? 1. Nein, stopp! Stopp den Countdown! Inkompetenter Narr. Ich hätte dich nie losschicken sollen. Was geht ab, Pox? Du wirkst etwas, wie sagt man, etwas verstopft. Sagen wir mal, hoffentlich bist du keine Sackgasse der Evolution wie dein Vorgänger. Was? Ich kann dir nicht folgen. Ich verrate dir ein Geheimnis. Nicht viele von uns wissen das, aber die DNS-Muster in unseren Klonbänken degenerieren immer weiter mit jedem neuen Klon. Das ist schlecht, oder? Nur wenn wir durch das Klonen unsere Unsterblichkeit bewahren wollen. Natürlich ist das schlecht! Ich habe Crypto 136 zu einem Planeten geschickt, den wir vor vielen Äonen besucht haben. Einen Planeten voll mit purer Furonen-DNS. Der Kontakt ist abgebrochen. Verstehe ich das richtig? Du hast mich, ihn, Crypto 136, auf einen feindlichen Planeten geschickt und er ist verschwunden, vielleicht gefangen, wird vielleicht gerade in diesem Augenblick gefoltert? Ich würde keine voreiligen Schlüsse... Ja klar, das würdest du niemals. Hör mir mal kurz zu, Pox. Du bist echt ein Intelligenzbolzen, aber manchmal soll man nachdenken und manchmal besser einfach handeln und so ist es auch jetzt. Und was? Zweiteres. Vielleicht hast du ja recht, 137. Klar habe ich recht. Was glaubst du denn? Ein Cryptosporidium, der von Affen gefangen gehalten wird? Wir müssen dahin. Wir müssen ein paar Hirne verhackstückeln. Wir müssen mich retten. Ihn. Er muss mich retten. Ich meine, wir müssen. Ich muss, verdammt, Mann. Wann kann ich was in die Luft jagen? Geduld, Crypto, Geduld. Ich habe verstanden. Bereite das Mutterschiff vor. Genau das wollte ich hören. Also, wie heißt dieser lausige Planet? Unser Ziel, meinst du? Der Planet Erde. Orte Pox an Cryptosporidium 137. Bitte komm, Cryptosporidium. Krypto hier. Wie ist die Aussicht? So sicher an Bord des Mutterschiffs. Sehr witzig. Sagen wir einfach, ich bin froh, dass ich hier oben bin. Und du dort unten. Widerlicher kleiner Planet. Also, Crypto, um den reibungslosen Ablauf der Invasion sicherzustellen, ist es unumgänglich, die dominante Lebensform dieser Welt auszumachen. Diese eutertragenden Wiederkäuer wirken dominant. Du meinst doch bestimmt nicht diese übel riechenden Gasbeutel hinter dem Zaun? Doch, ich fürchte schon. Aber die bestehen doch nur aus Nippeln. Sofort, Cryptosporidium! Oh, und Crypto, überprüfe besser, ob dein Anzug auch in der irdischen Atmosphäre einsatzfähig ist. Los, beweg dein Hintern! Wir können mit dem Cortex-Scan in die Köpfe niederer Lebensformen blicken. Reiß ihre Gedanken aus ihren armseligen kleinen Gehirnen heraus! Nur primitiv, doch voll so tiefe Einsichten. Scanne noch eine. Wieder nur Mu. Ich habe den Verdacht, diese Flüssigkeit verlierenden Wiederkäuer wollen uns hinters Licht führen. Die essen mit dem Mund? Ich glaube, mir wird gleich furchtbar übel. Achtung, Achtung, Erdlinge! Dieser Planet ist ab sofort Teil des Furonischen Imperiums. Eure gnädigen Herrscher grüßen euch. Wir würden dich gern zum Zweck wissenschaftlicher Untersuchungen entführen. Diese Prozedur wird langwierig und sehr unangenehm. Irgendwelche Einwände? Erdling! Ich spreche mit dir. Antworte, oder du wirst vaporisiert. Mich interessiert nicht, wie viele Mägen du hast. Ich habe keine Zeit für sowas. Wir Furonen besitzen die unglaubliche Macht der Psychokinese, Crypto. Nimm ein Objekt oder eine Kreatur ins Visier und hebe sie in die Luft. Mach diese streitsüchtigen Wiederkäuer mit deiner PK fertig. Ramm sie ungespitzt in den Boden. Perfekt! Verflucht seien diese Kreaturen. Gute Arbeit, Crypto! Martha, du hast mir gar nicht gesagt, dass wir heute Abend grillen. Moment mal, das ist kein Steak, das ist... Du heiliger Strohsack! Martha, gib mir die Flinte! Das sieht nach einem Fall für den Zap-O-Matic aus. Grill den Farmer! Extrahiere den Hirnstamm aus dem, was von diesem Betriebslandwirt noch übrig ist. Du kannst den Hirnstamm aufnehmen und so Furonen-DNS sammeln. Harold, komm her, das musst du dir ansehen. Da ist ein sprechendes Pferd im Fernsehen. Sowas hab ich wirklich noch nie. Ah! Kleine grüne Männchen! Ah! Ich bin nicht grün. Sei gnadenlos, lass keinen am Leben. Lass den Bauern. Hervorragende Arbeit, Crypto. Du willst dich mit mir anlegen? Gute Arbeit, Crypto! Guten Abend, Miss Turnip Seed. Bauer Dixon von der anderen Seite der Straße hat uns angerufen. Er hat gesagt, er hat ziemlich seltsame Geräusche aus dieser Richtung hier gehört. Kleine grüne Männchen. Was ist das? Ein neues Silo? Mit einer Strahlkanone. Crypto. Dieser menschliche Gesetzeshüter versucht offenbar, sich ohne Befugnis Zutritt zu deinem Raumschiff zu verschaffen. Wenn diesen Erbsenhirn dein Quantendekonstruktor in die Hände fiele, könnten sie ein Loch in das Raumzeitkontinuum reißen. Um Furons willen, vaporisiere sie, Crypto! Dann zeigt man... Crypto, mein Radar zeigt mehr Menschen im Anmarsch. Schnell zum Raumschiff! Schwing dich in dein Raumschiff und vernichte alles, was dir vor die Rohre kommt. Eine Runde in deinem Raumschiff, Crypto. Entwickle ein Gespür für die Steuerung und dann feuer drauf los. Zerstöre alle Gebäude, hinterlasse keinen Spuk. Bombe diese Affen zurück in die Steinzeit. Perfekt! Geschossen, Crypto! Ausrücken, Männer! Los, los, los! Links, wo steht's voran? Links, wo steht's voran? Der Carty, der ist unser Mann! Der Carty, der ist unser Mann! So eine Freude. Die menschliche Kriegsmaschinerie. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie ihren Anführern von unserer Anwesenheit berichten. Lösche sie aus! Sofort! Feuer frei! Crypto, hiermit gebe ich dir die Erlaubnis, alle Menschen zu vernichten! Sind noch mehr. Lade die Schilder deines Raumschiffs einfach auf, indem du einem beliebigen menschlichen Fahrzeug Energie entziehst. Die Menschen holen zum letzten Schlag aus. Lösche sie ein für alle Mal aus. Hervorragende Arbeit, Crypto. Hast du das auch gesehen? Darauf kannst du einen lassen. Was hast du gesehen? Ein kleines grünes Männchen in einer Untertasse, das die beste Einheit der US Army ausgelöscht hat. Ja, gut, ich auch. Grün? Nicht grau? Mach dich nicht lächerlich. Weißt du, was das bedeutet? Natürlich. Was denn? Das heißt, die Zeitungen hatten ausnahmsweise mal recht. Ruf Silhouette an. Der schlimmste anzunehmende Fall ist eingetreten. Lagen die Streber etwa richtig? Ich glaub's ja nicht. Solltest du aber. Roswell war erst der Anfang. Die Invasion hat begonnen. Na dann, ich weiß, was du jetzt denkst. Was kann ich als einfacher Neuling tun, um bei der Vernichtung der Erde und dem Aufstieg des Furonischen Imperiums zu helfen? Ich verrate es dir. In der Frühphase des Imperiums haben wir bereits realisiert, dass unsere Spezies dem Tode geweiht ist. Äonenlang haben wir Kriege gegen unterlegene Rassen geführt, mit Atomwaffen, die unsere Gene mutieren ließen. Wir konnten uns nicht mehr fortpflanzen, was auf den Mangel an Genitalien zurückzuführen ist. Glücklicherweise stieß ein Furonenschiff auf dem Rückweg von der Zerstörung der Marcianer auf die Erde. Die menschliche Gesellschaft war jung und paarungswillig. Unsere Kadetten waren auf einem fremden Planeten, sie wollten Dampf ablassen. Die Kurzfassung davon ist, jeder einzelne Mensch, der heute auf der Erde lebt, hat tief im Innersten seines genetischen Codes einen Strang Furonen-DNS. Im Laufe der Äonen haben wir zwar gelernt, uns zu klonen, aber mit jeder neuen Version geht ein Informationsverlust einher und die Ergebnisse werden unvorhersehbar. Die Furonengene in der menschlichen DNS sind uralt und unberührt. Sie stellen die Zukunft unserer Spezies dar, wenn wir sie nur erlangen könnten. Willkommen in meinem kleinen Labor. Vielleicht wusstest du das nicht, aber ich betrachte mich als eine Art Erfinder. In meiner Freizeit habe ich ein paar sehr beeindruckende Upgrades für Waffen und für verschiedene Fähigkeiten entwickelt. Ich wäre bereit, sie mit dir zu teilen, falls du etwas im Tausch anbieten kannst. Zum Beispiel etwas von dieser köstlichen DNS, die du gesammelt hast. Hm? Crypto, ich sehe eine Horde Menschen vor dir an einer Art heiligen Versammlungsort. Das ist der Plan. Du mischst dich unter sie, findest einen hilfsbereiten Menschen und führst ihn zurück zu deinem Schiff zum Verhör. Verstanden? Crypto, dieser Mensch kann dich sehen. Je mehr Leute dich bemerken, desto größer ist die Chance, dass diese Menschen zeigen, dass du... Crypto, wie sollen wir an Informationen kommen, wenn du wichtige Leute tötest? Komm zurück zum Mutterschiff! Dieser Mensch kann dich sehen. Je mehr Leute dich bemerken, desto größer ist die Chance, dass diese Menschen Polizei und das Militär dich finden. Vergiss nicht, dich zu tarnen, Crypto. Du bist nicht gerade unauffällig. Jetzt, wo die Tarnung steht, solltest du den Cortex-Scan weiterlaufen lassen, um die Illusion aufrecht zu erhalten. Du willst ja sicher nicht, dass du mitten in einem Haufen Feinde deine Konzentration verlierst. Okay, ich brauche eine Pause. Diese Kuh sieht langsam viel zu lecker aus. Nur zu, ihr Gangster! Ich bin die Joe Friday. Kein Übeltäter entgeht meinem Stahlnetz. Wir brauchen den dümmsten, willensschwächsten und manipulierbarsten Menschen, die wir finden können. Die Auswahl ist zugegebenermaßen groß. Scanne sie einfach alle. Mann, oh Mann. Sie mag die dümmste Miss Rockwell aller Zeiten sein. Aber schau dir diese Melonen an. Gott, ich liebe Amerika. Dieser Mensch scheint etwas vorzuhaben. Man höre und staune. Scanne die Menschen weiter. Vielleicht sollten wir auf Bio umsteigen. Momentchen, das ist doch Hippie-Gerede. Ich will Miss Rockwell heiraten, aber stattdessen sitze ich hier, Stunde um Stunde, Tag für Tag und sehe zu, wie sich das verdammte Rad dreht. Runde um Runde, immer wieder, bis jemand stirbt. Passt ja wie die... Ja, der Stadt geht es gut, die Geschäfte laufen, Hoffnung ist auf dem Weg, bla 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 bla. Bringen wir es schnell hinter uns, damit wir uns den wichtigen Amtsgeschäften widmen können. Zeit mit... Ich bin Königin, endlich! Wenn Mama mir noch einmal Kohlsuppe aufgetischt hätte, wäre ich durchgedreht. Ich will Fleisch, halber Hahn oder fette Henne. Hauptsache Geflügel. Okay, Crypto. Ich habe alle Gedanken analysiert, die du gesammelt hast, und ich glaube, ich habe das ideale Subjekt gefunden, um es zu... Untersuchen und vaporisieren. Nein, um es in das Mutterschiff zu entführen. Meine Idee klingt spaßiger. Entführen, nicht vaporisieren. Okay, aber die Menschheit löscht sich nicht von alleine aus, nur so nebenbei. Darf ich ausreden? Lässt du dich aufhalten? Wo war ich? Die frisch gekrönte Miss Rockwell scheint ideal zu sein für unsere Zwecke. Die anderen Menschen beneiden und bewundern sie. Sie ist leicht zu überzeugen. Und was am besten ist, ihr Gehirn hat offenbar die Größe einer Erdnuss. Hypnotisiere sie und bring sie zur Extraktion zum Schiff. Pflanze einem mickrigen menschlichen Gehirn einen Befehl ein und unterwerfe es unserem Willen. Ich möchte all den kleinen Leuten danken, aber dafür ist keine Zeit. Ich muss weg. Oh, meine Ohren haben mir wohl einen Streich gespielt. Wo ist der Ausgang? Ich wäre gern kaum. Genießt das Fest! Oh, und fahrt besser nicht mit dem Schleudersitz. Der ist eine Todesfalle. Los, weiter. Füße bringen mich um. Verdammte Absätze. Halt! Ich habe meine Tasche im Pavillon vergessen. Der Stoff aus dem Drehbüchern. Ich muss in den dunklen und geheimnisvollen Wald. Keinen Grund, Angst zu haben. Leuten, die in einen dunklen und geheimnisvollen Wald gehen, passiert nie etwas. Besonders nicht in Märchen oder Slasher-Filmen. Nicht, dass ich wüsste, was das ist. Also, kein Grund zur Panik. Ich kann mich nicht daran erinnern, hier geparkt zu haben. Ha, zugegeben, ich kann mich nie erinnern, wo ich geparkt habe. Mein Auto ist irgendwie größer geworden und runder und irgendwie untertassenförmiger. Oh, das ist genau wie in meinem Traum. Ich kann es kaum erwarten, Dr. Friedman davon zu erzählen und hoffen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, und langes, welliges Haar wie Liberal. Moment mal. Wo bin ich? Ach, das sieht aber nicht so richtig nach dem Kuchenwettessen aus. Oh oh. Oh, oh, was geschieht mit mir? Oh Gott, bitte nicht! Oh, bitte, das kitzelt! Zeit für die Sonde. Oh, ja, genau da. Nicht aufhören. Oh, das fühlt sich wunderbar an. Klappt immer. Beeilung, Crypto! Die Polizisten sind unterwegs. Ab in dein Raumschiff! Verbreite Chaos und Verwirrung, indem du den Entführungsstrahl aktivierst und Gegenstände oder Lebewesen schweben lässt. Mich los, du Freak! Martha! Kannst du nicht... Der meine Kühe gestohlen hat. Oh, stehen bleiben! Ist schon eine Weile her, dass ich jemanden vermöbelt habe. Außerirdischer! Marciano! Schon ein schöner Ausblick von hier oben. You